Ich trinke Alkohol und ich habe eine Freundin. Und jetzt soll ich noch beten? Das wäre doch heuchlerisch. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder er ist hundertprozentig gläubig, hundertprozentig gottesfürchtig oder null. Das ist der billige Trick vom Schetran. Gibt es jemanden unter uns, der hundertprozentig gottesfürchtig ist? Und er sagte zu mir, Bruder, irgendwann werde ich aufhören mit diesen Sünden und werde alle Sünden unterlassen. Hundertprozentig werde ich anfangen. Und ich werde 100% geben. Und irgendwann, von Shaitan, irgendwann heißt niemals. Irgendwann werde ich anfangen zu beten. Irgendwann, sei dir sicher, dass ein Soldat Iblis, von Iblis, er will dich nur abhalten. Irgendwann, Hauptsache nicht heute und nicht jetzt. Wann spendest du, wann gibst du Zakat? Irgendwann. Shaitan will ihn einfach sagen, weiter so. Leb weiter so. Irgendwann, wenn du alt bist und Opa, dann machst du Hajj und machst Taube, Reue. Und dann wirst du ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Und ob er wirklich so alt wird, weiß nur Allah. Fallt nicht auf diesen Trick rein. Ganz oder gar nicht. Das ist nämlich ein Trick, bei dem sehr viele reingefallen sind. Und die Frage ist, wann wirst du anfangen? Die Frage ist, wer von uns ist 100% gottesfürchtig? Außer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deshalb, auch alle Sünden zu unterlassen, mein lieber Bruder. Ich werde irgendwann alle Sünden unterlassen, das ist gelogen. Niemand von uns kann 100% alle Sünden unterlassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Sohn Adams begeht Fehler, Verfehlungen, Sünden. Doch der Beste von denjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die Allah sehr viel um Reue bitten. Jeder Mensch, jeder Muslim begeht Fehler. Du bist ein Mensch. Und weil du ein Mensch bist, begehst du Fehler. Das gehört zu deiner Natur. Und jetzt kommt es zu dir. Liegt es an dir? Kehrst du wieder zu Allah zurück und bittest um Reue? Bittest Allah um Vergebung? Änderst dich? Oder bleibst du so? Deshalb, niemand von uns ist sündenlos.